Und ab wann gilt ein Mann als Mann in unserer Religion? Reicht nur, dass er vom Geschlecht her Mann ist? Nein. Sondern Ar-Rujula, wie wir im Arabischen sagen, die Männlichkeit bedarf mehr. Allah subhanahu wa ta'ala hat in Surat An-Nur beschrieben, wer männlich ist bei ihm. Hier haben wir erfahren, Allah sagt Männer, die weder vom Handel noch vom Kauf abgelenkt werden. Und die was machen? Die das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Und sie fürchten einen Tag, an dem die Blicke starr sein werden. Welche Eigenschaften haben wir hier? Die das Gebet verrichten. Das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Mann. Und die die Zakat entrichten. Das ist bei Allah azza wa jalla ein Mann. Und die einen Tag fürchten, gottesfürchtig sind, das sind Eigenschaften. Richtig? Und dann in einer anderen Sura, wo Allah subhanahu wa ta'ala sie beschrieben hat, dass sie ihr Versprechen einhalten. Ja, deswegen in diesem Zusammenhang, es gibt Frauen, die sind männlicher als Männer. Schaut mal, was Allah azza wa jalla zum Beispiel bei Asiya radiallahu anha wa ardaha sagt. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين und Asia radiallahu anha, die Frau von Pharaon, als sie sagte, und Allah hat sie zu einem Beispiel für alle Gläubigen geprägt. Allah hat nicht nur gesagt für die gläubigen Frauen, für alle Gläubigen. وضرب الله مثلا للذين آمنوا. Allah sagte nicht للمؤمنات, للذين آمنوا. Und hier sehen wir, Asia radiallahu anha war männlicher. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, als 1000 Männer. Manche Leute denken, wenn sie ein paar Muskeln haben und wenn sie etwas männlich aussehen, wallahi al-azim, wir haben diese Leute oft gesehen, der kann nicht mal zum Fajr aufstehen. Was nützen dir deine Muskeln, wenn du nicht zum Fajr aufstehen kannst? Was nützen dir deine Muskeln, wenn du nicht mal die Zakat bezahlen kannst? Was nützen dir deine Muskeln, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtest? Deswegen, Ar-Rujula, die Männlichkeit, ist mit den Eigenschaften Allahs, nicht mit unseren Eigenschaften, die wir so kennen. والله تعالى أعلى وأعلم يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب